Herzlich willkommen, liebe Schachfreunde, zu einer neuen Sendung von Chessbase TV Austria. Mein heutiger Gast ist Bundesjugendtrainer, internationaler Meister Siegfried Baumecker. Herzlich willkommen, Sigi. Ja, hallo an alle Zuseher. Ja, schön, dich wieder mal hier zu haben. Und wir wollen euch heute eine neue Turnierform vorstellen, die wir in Österreich gespielt haben, nämlich die Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft online. Wir haben sie mit 6 Erwachsenenspielern ausgetragen, plus 2 Jugendspieler, plus 2 Frauen oder 2 Mädchen. Es haben sich insgesamt 6 Bundesländer beworben und Steiermark, denke ich, kann man sagen, Sigi ist als Favorit ins Rennen gegangen. Ja, als Favorit schon, aber dass das dermaßen eklatant ausgefallen ist vom Ergebnis her, ist natürlich schon ein bisschen überraschend. Ja, toller Erfolg für die Steirer. Ja, war ein richtig, richtig überlegener Sieg. Sie haben jeden Wettkampf gewonnen, bis auf ein Unentschieden, das sie gegen Tirol abgegeben haben. Kärnten wurde Zweiter und Tirol wurde Dritter. Ja, Kampf um die Plätze 2 bis 5 war eigentlich ziemlich eng. Ja, also 20 Punkte Abstand zum Zweiten ist schon extrem beeindruckend. Also zwischen ersten und zweiten. Und danach war es natürlich dann sehr eng. Ja. War natürlich sehr junge Teams, großteils am Start und zum Teil mit recht ausgewogenen von der Spielstärke her Mannschaften sind zu Werke gegangen. Genau. Schauen wir uns einmal die besten Einzelergebnisse an. Und auffällig ist, dass Brett 1 und Brett 2 von den Kärntnern dominiert wurden. Lukas Handler und Georg Halwachs haben hier die besten Brettergebnisse erzielt. Die große Stärke der Steiermark war allerdings, dass sie eine sehr geschlossene Mannschaft hatten und bis hinten stark waren und viele Brettwertungen dann auch gewonnen haben. Robert Pechinik hat die Brettwertung gewonnen. Und dann hast ja du gesagt, Sigi, sehr viele junge Spieler waren dabei und da waren bei der Steiermark wirklich starke Spieler dabei. Daniel Christoforic hat die Brettwertung gewonnen, Nico Marakovic und Katharina, eine der stärksten Mädchen, hat auf Brett 10 geteilt die Brettwertung gewonnen. Und mit einigen dieser Spielern arbeitest du ja auch, das heißt, die sind im österreichischen Jugend-A-Kader. Genau, es sind sehr viele österreichische Spitzenjugendspieler, die da aufstehen bei den Topscorern. Dann gibt es auch ein paar ehemalige Top-Jugendspieler, so wie Georg Fuchs oder Robert Pechinik meinetwegen auch oder Georg Halwachs und Lukas Handler, die dann, nachdem sie aus dem Jugendkader entwachsen sind, bald einmal EM geworden sind. Also sehr junge Spieler, die ihre Stärken beim Blitzen ausgespielt haben. Ich glaube, in Robert Pechinik wird aber das ein Bier kosten, wenn du ihn da als Jugendspieler, als ehemaligen verkaufst, oder? Ja, okay, das ist beim einen schon länger hier und beim anderen nicht so. Ja, überragend war natürlich das Ergebnis von Konstantin Peira. Er ist natürlich bekannt als Schnellschach- und als Blitzschach-Spezialist. 9,5 aus 10, nur einen halben Punkt abgegeben. Das ist natürlich schon sensationell stark. Ja, Sigi, und du hast uns einige spannende Partien mitgebracht. Und ich darf dich jetzt bitten, das Steuer zu übernehmen. Wir tauschen Platz. Und Bundesjugendtrainer Siegfried Baumecker wird uns einige spannende Momente aus diesem Turnier vorstellen. Ja, es wurde Blitzschach gespielt, 3 Minuten plus 2 Sekunden, jede Mannschaft doppelrundig gegen jede Mannschaft. Genau, also Blitzschach und gerade die Blitzpartien von so einem Turnier bieten oft sehr, sehr gutes Trainingsmaterial. Also es macht dann hin und wieder schon Sinn, sich ein bisschen ausführlicher mit den Blitzpartien zu beschäftigen. Einfach weil da so elementare Motive ganz gut zum Ausdruck kommen. Also von den Taktikmotiven angefangen gibt es viele Doppelangriffe zu sehen. Natürlich geschuldet der kurzen Bedenkzeit wird dann auch viel übersehen, sodass gerade die einfachen Motive mal schön herausarbeiten kann und da viele, viele Beispiele dann zu sehen waren. Ich möchte auch mit ein paar einfacheren Aufgaben oder Beispielen beginnen, um die zu zeigen. Beginnen mit einer Stellung, in der der Schwarze hier Mark Morganov gegen auch einen sehr starken und ehemaligen Jugendspieler Roland Schweder
ehemaligen Spitzenjugendspieler Roland Schwieder unter Druck ist. Schwarz hatte durchaus noch Verteidigungschancen, also wenn er zum Beispiel sowas spielen würde wie, sagen wir, Turm auf B6, könnte man zumindest noch Ziehwiderstand leisten. Im Bestreben aktiv zu werden, spielt Mark aber den Zug Turm B2. Ja, das ist natürlich auf der einen Seite sehr logisch, mit dem Turm die zweite Reihe zu besetzen, aber auf der anderen Seite müssen da schon gewisse Alarmglocken bimmeln. Der Turm ist auf B2 nicht gedeckt. Dass man die Zuschauer kurz überlegen, wie könnte man das ausnutzen, entdeckt man sofort einen tödlichen Doppelangriff, der dem Weißen entscheidenden Materialgewinn verschafft. Und Roland Schwieder hat das dann auch ausgenutzt mit dem Gewinnzug Läufer mal H6. Ja, klassische Doppeldrohung oder Abzugsangriff. Der Turm auf B2 hängt und ist der Rot auch matt auf G7. Und okay, Schwarz ist dann ohne Verteidigung, wird mindestens einen Turm verlieren. Okay, natürlich ist es einmal wichtig, das gegen das Matt zu verteidigen. Und Roland hat dann eigentlich sich gar nicht um den Turm geschert, der auf B2 auch hängen würde, sondern hat direkt auf Matt gespielt. Oder beziehungsweise auf Damengewinn gespielt, was dann zu weiteren Materialverlusten geführt hat. Und Schwarz hat hier verständlicherweise aufgegeben. Ja, in der nächsten Partie ist die ganze Situation etwas komplexer. Es gibt ja einen ganz offensichtlichen Zug, den man vom Kombinationsmotiv her als Spieß bezeichnen würde. Und zwar ist es der Zug Läufer G5. Ja, der ist auch gespielt worden, ist auch sehr stark. Okay, vielleicht den Harald kurz gefragt. Welche Verteidigung hat Schwarz allerdings hier, um nicht sofort der Qualität hergeben zu müssen? Ja, die weiße Dame ist auch ungedeckt. Dame Dora 7 scheint ein eleganter Weg sein, um diesen Angriff abzuwehren. Genau. Und so ein Motiv wird in den Taktikbüchern zum Teil als sogenannte Rettungsleine bezeichnet. Wenn man nämlich die Dame schlagen würde, so wie es dann auch in der Partie passiert ist, dann kommt auch gleichzeitig damit der Turm in Sicherheit. Und Schwarz hat einmal die gröbsten Probleme abgewiesen. Tatsächlich hätte Weiß eine viel bessere Fortsetzung gehabt. Und okay, dazu müsste man hier vielleicht stoppen, überlegen, was sind eigentlich meine Optionen. Und wenn man dann ein bisschen berechnet, kann man drauf kommen, es gibt hier einen sehr starken Zwischenzug mit einem nachfolgenden Doppelangriff. Und Weiß hätte hier einen ganz großen Vorteil erlangen können, mit dem Zwischentausch. Turm schlägt F8. Na gut, was kann Schwarz tun? Er kann nicht mit dem Turm nehmen, dann wäre die Dame ungedeckt. Okay, also das kann man mal eliminieren. Dann kann man auch nicht mit dem Läufer schlagen, weil es eine Gabel auf F6 zulassen würde. Bleibt noch als einziger Ausweg König mal F8. Okay, auf den ersten Blick ist jetzt nicht ganz klar, ob sich die Situation jetzt so sehr zugunsten vom Weißen geändert hat. Tatsächlich gibt es aber hier einen Doppelangriff, den der Weiße jetzt aufstehen kann. Bei Doppelangriff ist natürlich am wichtigsten zu sehen, welche Figuren sind ungedeckt. Und wenn man sich die Stellung ein bisschen näher anschaut, okay, kommt man drauf, der Turm auf D8 hängt ja ohnehin von vorher noch. Gegen das muss der Schwarze sich sowieso verteidigen. Und jetzt können wir dieser Drohung noch eine weitere hinzufügen. Und hier hat Weiß wahrscheinlich den starken Zug Dame H4 in der Vorausberechnung übersehen oder unterschätzt. Ja, und der killt den Schwarzen mehr oder weniger, weil jetzt hängt auf D8 der ganze Turm. Und wenn man den Turm retten würde, sagen wir mal mit Turm E8 zum Beispiel, dann kommt Weiß mit Dame mal H7 erstens einmal zu einem Bauerngewinn, aber
Das ist dann auch verbunden mit einem übermächtigen Angriff gegen den Schwarzen König, was dem Westen wahrscheinlich binnen Kürze einen Sieg eingetragen hätte. Sieger, hätte ich statt Dame H4 eigentlich auch Dame F3 Schach spielen können? Ja, gehen wir mal hin. Dame F3 Schach müsste eigentlich gleichwertig sein, beziehungsweise die Qualität gewinnen. Möglicherweise ist Dame H4 noch ein Tick besser. Okay. Aber Dame F3 scheint jetzt auch zum Gewinn auszureichen, weil es ja auch eine Doppeldrohung ist, ja, nämlich eine ganz einfache. Es ist Schach und der Turm von Schwarzen hängt. Also das würde auch zu entscheidendem Materialgewinn führen. Okay, bleiben wir aber noch kurz bei dieser Partie. Weiß hat, wie gesagt, auf D7 getauscht und hat damit den Schwarzen so ein bisschen entkommen lassen. Okay, vielleicht einmal kurz zwischendurch. Wenn wir da Fehler beim Blitzen hier beleuchten, dann sollte es natürlich auf keinen Fall eine Kritik sein an den Spielern oder Spielerinnen. Das wäre auch zu hart, jetzt da beim Blitzen zu verlangen, dass sie fehlerlose Partien spielen sollen und nichts übersehen sollen. Es ist dann nur für uns interessant, zu Trainingszwecken das näher zu beleuchten und diese Momente dann noch einmal aufzugreifen. Na gut, Weiß hat sich jetzt gedacht, okay, er sichert sich da, Schwarz muss jetzt den Läufer hergeben gegen den Springer. Aber diese Vereinfachung ist dann doch relativ günstig gewesen für den Schwarzen, der vorher, ja, kurz davor war, entscheidend unter Königsangriff zu kommen, sodass er jetzt im Endspiel einmal relativ zufrieden ist. Also vielleicht steht Weiß noch etwas besser, aber das aus dem Gröbsten ist Schwarz mal heraus. Und okay, Weiß war sich wahrscheinlich hier bewusst, dass sie irgendwelche größeren Chancen ausgelassen hat. Und wie es dann auch so ist, wollte dann zu viel. Weiß jetzt müssen abfinden, entweder mit Turmtausch oder möglicherweise mit einem Zug wie Turm F2. Dann auch zumindest, wenn der Schwarze tauschen würde, der weiße König schon Richtung Zentrum marschieren könnte. Aber Weiß wollte mehr und kommt jetzt da vollends vom rechten Wege ab und spielt hier Turm E6. Okay, wie kann so ein Zug ein Fehler sein? Der Bauer E6 hängt, der Bauer E5 hängt. Der Läufer auf G5 ist sehr stark, der kann vielleicht auf H6 reinkommen. Aber welche Gefahr hat Weiß hier vielleicht unterschätzt? Also, ob du vielleicht einen Tipp hättest, Harald? Naja, der Turm hat nicht allzu viele Felder. Wenn ich mit Turm F5 den Bauern decke und den Läufer angreife und König F7 folgen lasse, Ja, und schaut es recht eng. Ich meine, ich habe noch Turm C6 dann. Müsste man noch ein bisschen weiterrechnen. genau, aber im Prinzip ist genau das passiert. Schwarz hat hier einen sehr starken Zug ge gefunden, nämlich Turm F5. Das deckt zum einen den Bauern E5 und greift aber noch mit Tempo den Läufer auf G5 an. Okay, der Läufer geht beiseite. Auf H6 steht er ja eigentlich sehr gut. Aber eben, ja, also der Turm hat jetzt da verdammt wenige Felder und wird jetzt tatsächlich in zwei Zügen abgeholt. Oder Springer E7 zuerst, oder? Genau, oder eben umgekehrt, Oder zuerst umgekehrt, ja. König F7 Ja. ist noch ein Tick Ja. zwingender und Und dann Springer E7. Springer Sehr E7 hübsch. und man gewinnt den ganzen Turm plötzlich aus dem Nichts heraus. Und okay, Weiß hat noch ein paar Züge weiter gekämpft, allerdings ohne am Ergebnis was ändern zu können. Und Schwarz hat dann mit dem Mehrturm natürlich gewonnen. Na gut. In gewisser Weise zeigen solche Episoden auch ein bisschen den Charme des Blitzens, dass eben sehr die Situationen sich sehr schnell ändern können und man dann bereit sein muss, sich auf die neue Situation jeweils einzustellen. Und Sieg und Niederlage liegen dann oft sehr eng beieinander.
Okay, in der nächsten Stellung steigen wir kurz davor ein, bevor was Konkretes passiert. Weiß hat hier, okay, von der Öffnung her, Londoner System probiert und eigentlich lehrbuchmäßige Angriffsstellung erhalten, wo er eben einen Springer auf E5 etablieren hat können, den mit E4 stützen und auf Basis von der starken Springerstellung einen Königsangriff eingeleitet hat. Weiß hat hier losgeschlagen mit G5. Okay, schaut extrem kritisch aus. Weil der Harbour darf sich wahrscheinlich überhaupt nicht bewegen, weil er dann sofort Mattdrohungen auf dem Feld H7 entstehen würden. Also zum Beispiel Tauschen auf G5 kommt kaum in Betracht. Also was soll Schwarz tun? Schwarz hat hier, okay, es gibt hier auch laut Engine keine ausreichende Antwort für den Schwarzen. Mindestens hat er es aber verstanden, dem Weißen noch eine Schwierigkeit zu bereiten. Und er blockiert mit seinem nächsten Zug den starken Läufer auf D3. Und der Zug ist sicher aus der Not geboren gewesen, stellt dem Weißen allerdings auch eine kleine Falle, in die er dann prompt hineintappt. Na okay, versuchen wir das Beste für den Weißen zu finden. Natürlich wäre es fein, wenn es uns gelingt, direkt zum schwarzen König durchzukommen. Und wenn wir vielleicht versuchen, direkte Wege zum schwarzen König zu finden, dann ist uns vielleicht egal, dass für den Moment da die zwei Springer hängt. Und naja, okay, zumindest auf Kandidatenzugebene. Welcher Zug würde vielleicht in Betracht kommen? Ja, schlagen auf H6. Das schaut am direktesten aus, ja. Da ist natürlich jetzt da nicht unbedingt der erste Zug, der in den Sinn kommt, weil der D2 Springer hängt. Aber andererseits ist der Zug sehr zwingend und wenn es uns jetzt gelingt, G mal A6 zum Laufen zu kriegen, dann wären wir damit eigentlich schon fertig, weil dann kommen wir zum schwarzen König durch. Es wird nichts bringen, auf H6 zu schlagen. Weiß wird wahrscheinlich einfach König A1 spielen und Matt setzen auf der G-Linie und die Dame ist dann auch schon bereit, den H6 anzugreifen. Aber okay, man muss natürlich, bevor man sich für sowas entscheidet, eine Idee haben, wie man auf Springer Molde 2 weiterspielt. Immerhin opfert man damit eine Figur. Und wenn man dann ganz geradlinig weiterrechnet, H-mal G7, kann man wahrscheinlich drauf kommen, dass jetzt eigentlich für den schwarzen König unmöglich ist, das auszuhalten. Und obwohl der Schwarz jetzt noch einen Turm schlagen kann, hat Weiß hier wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, dem Schwarzen Matt zu geben. Okay, man könnte dann natürlich auch überlegen, was ist das Zwingendste. Vielleicht Läufer F6 schaut nicht durch, Läufer oder? F6 hätte ich auch gesagt. Das ist sicher nicht die einzige Möglichkeit, aber das ist dann in der Tat am zwingendsten, weil es drohen jetzt da drei verschiedene Matts. Dame H7, Dame H8 und Läufer H7 auch noch. Und das ist dann zu viel des Guten für den Schwarzen. Ja, aber zugegeben, für Blitzpartien wäre das dann schon eine recht anspruchsvolle Berechnung. Vor allem ist es auch so, es gibt ja auch andere Züge, die für den Weißen recht vielversprechend sind. Und okay, was könnte natürlicher sein? Weiß hat einfach den Springer geschlagen. Schwarz nimmt zurück. Ja, jetzt ist aber der Moment gekommen, jetzt müssen wir genau spielen mit Weiß, um auch im Vorteil zu bleiben. Sonst kann es jetzt auch schief laufen. Und na gut, wie kann man jetzt auf den besten Zug draufkommen? Offensichtlich ist er Läufer mal E4. Aber wie zu Beginn schon erwähnt, Doppelangriffe sind ganz wichtig. Ungedeckte Figuren spielen eine ganz große Rolle. Und der Läufer ist auf E4 nicht stabil. Der ist von keiner Figur gedeckt. Und ist da so latent im Visier des Läufer B7.
Okay, aber wie soll man das ausnutzen? Jedes Schlagen, also jeder Zug vom Springer C6 würde ja mit Läufer mal B7 beantwortet. Aber Schwarz hat jetzt eine schlaue Möglichkeit gefunden, die ungedeckte Stellung des Läufer E4 auszunutzen. Okay, wieder Frage an den Harald, welche Züge kommen da vielleicht in Betracht? Hui, Springer mal D4 schaut interessant aus. Dann kann ich auf Läufer mal B7, vielleicht Springer E2 Schach spielen und dann Dame mal B7. Ja, und tatsächlich ist Springer mal D4 sehr gut. Und da noch wendet sich das Blatt. Also wir haben vorher gesehen, der Schwarze ist sehr unter Druck gewesen am Königsflügel durch dieses G4, G5. Aber wenn der Weiße mit seinem Angriff nicht durchkommt, dann hat das G4, G5 natürlich auch Schattenseiten. Und wenn es dem Schwarzen dann gelingt, die Stellung zu öffnen, so wie es dann jetzt noch Springer mal D4 auch der Fall ist, ist dann plötzlich auch der weiße König unter Beschuss. Und ja, tatsächlich, der Läufer E4 hängt. Also wenn Weiß schlagen würde, würde der E4 fallen mit Bauernverlust. Was aber dann vielleicht noch wichtiger ist, der Turm und der Läufer auf der langen Diagonale stehen dann schon ziemlich unangenehme Drohungen gegen den weißen König auf. So, und ohne diesen Läufer auf D3, der das Feld H7 angegriffen hat, ist der weiße Angriff dann eigentlich nicht mehr gefährlich. Aber okay, Weiß kann er den Zwischenzug machen. Mit der Idee, wenn Schwarz zurückschlägt, dann würde er der Springer D4 hängen. Aber eben, ja, der Springer kann sich jetzt mit dem Schach, mit dem Zwischenschach retten. Ja, und plötzlich steht Weiß vor einer Ruine. Alle Angriffsmöglichkeiten sind beseitigt. Und letztlich hat dann die offene weiße Königstellung den Ausschlag gegeben und Schwarz hat dann durch den schönen Konter eben gewonnen. Na gut, was kann man machen in so einer Situation? Wie soll man zu einer guten Lösung kommen? Auf alle Fälle, ungedeckte Figur ist immer ein Gefahrensignal. Und so hätte Weiß vielleicht auf einen anderen Zug draufkommen können, der recht natürlich ist, nämlich Läufer C4. Und ja, dann ist ganz interessant, dort hat der Läufer auch so ein bisschen versteckt den König im Visier. Und nur vielleicht um eine Möglichkeit für den Weißen zu demonstrieren, wie es dann weitergehen hätte können, noch Springer mal E5. Könnte Schwarz jetzt auf G5 schlagen, aber jeweils beide Orten zu nehmen ist nicht besonders gut, weil dann jetzt der Weiße wieder entscheidende taktische Möglichkeiten vorfindet. Lass vielleicht mal kurz überlegen, welche Punkte in der schwarzen Stellung sind gefährdet. Die weißen Figuren schauen recht bedrohlich auf diese Punkte F7 und E6. Das heißt, eigentlich ist die Chance recht groß, dass dort irgendwas möglich ist. Und tatsächlich wäre hier der Zug Turm mal F7 sehr, sehr gut. Und im Unterschied zu vorher, wo eben die lange Diagonale offen war, ist der Läufer jetzt da passiv, sodass der weiße König vorerst, dem weißen König vorerst nichts droht. Und dadurch ist der Turm auf B2 auch, okay, da steht natürlich gut, aber leistet nichts Besonderes. Und dann zum Beispiel nach einer Folge wie Turm mal F7, Dame mal E6 hängt der Turm. Und das kann man dann noch einmal verstärken mit Turm auf F1. Ist auf einmal der Weiße am Drücker und hat gute Gewinnchancen. Vielleicht noch ganz kurz zur anderen Schlagmöglichkeit, nämlich Läufer schlägt G5. Na gut, jetzt ist Turm mal F7 möglicherweise nicht so überzeugend, weil die Dame jetzt auch auf den Punkt F7 deckt, also nach Turm mal F7 ist ja dann der Punkt F7 schon noch einmal verteidigt. Aber jetzt ist der Turm auf F8 ungedeckt, sodass der Schlag Läufer mal E6 möglich wird. Und wieder bei heute Weiß jetzt da sehr gute Angriffschancen. Schwarz kann den
Läufer nicht gut schlagen. Wahrscheinlich Turm F8 und Dame H8, oder? Ja, entweder das oder es würde auch gehen, glaube ich, Dame mal E6, Turm F7 und jetzt der Dame E8 Schach. Das ist noch simpler, Ja, also ich habe jetzt da eine Sekunde gebraucht, um das zu ja. sehen. Aber dein Vorschlag ist natürlich auch wahrscheinlich auch sehr attraktiv für den Weißen auf E8 zu nehmen und dann den G7 einzusammeln. Müsste auch sehr gute Angriffschancen geben. Ja, also wieder sehen wir mal, Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ist sehr eng. Wenn Weiß den richtigen Zug gespielt hätte, hätte er können dann vielleicht einen Schönheitspreis gewinnen, nachdem er Läufer mal E4 leider gezogen hat und Springer mal D4 zugelassen hat, wo er auf einmal dann der Schwarze am Drücker und hat einen verdienten Sieg eingefahren. Ja, dann zu einem besonders schwierigen Thema beim Blitzpartien, nämlich zu verteidigen. Okay, das ist in Turnierpartien natürlich anzugreifen immer leichter als zu verteidigen, mindestens für die meisten Spieler. Beim Blitzen ist das noch einmal ein Level anspruchsvoller zu bewerten, weil man ja so wenig Zeit hat und jeder Fehler, ja, kann zum Verlust führen. Okay, was haben wir hier für eine Stellung am Brett? Schwarz hat einen Bauern mehr. Dafür steht allerdings sein König etwas unsicher. Und der weiße Springer auf C6 ist natürlich stark. Der unterbricht auch das Zusammenspiel der schwarzen Schwerfiguren, sodass Weiß mindestens ganz gute Komposition zu haben scheint. Und Katowice hat jetzt begonnen mit der Dame da, den schwarzen König ins Visier zu nehmen, möchte dann über die weißen Felder an den schwarzen König herankommen, zum Beispiel über H5 oder G4 kann die Dame auftauchen. Das schaut dann schon recht unangenehm aus für den Schwarzen. Aber wenn Schwarz auf der Hut gewesen wäre, hätte er hier können zumindest die gröbsten Gefahren bahnen und da hätte es einen recht schlauen Verteidigungszug gegeben, der von einer kleinen Taktik basiert. Okay, frag dich auch wieder mal kurz zwischen. Hui, ja, Turm als C6 könnte man zumindest überlegen, ob man hier die Qualität gibt. Wenn Dame mal D5 ist der erste Zug wahrscheinlich, den man rechnet, aber es fühlt sich gefährlich an. Ja, dass man dann wahrscheinlich noch Dame H5 Schach. Ja, also im Blitzen würde ich wahrscheinlich Turm als C6 spielen, sagen wir so. Okay, einfach praktisch den starken Springer Ich beseitigen denke, ja. und damit kann man dann überleben, ja. Stellung schaut okay aus für Schwarz, glaube ich. Ja, das dürfte absolut spielbar sein. Es gibt noch einen schlaueren Zug. Dame C4 kann man überlegen. Also na, da kommt auch Dame H5. Na, gefällt mir nicht. Gibt nämlich einen Zug, der Puh. Dame H5 taktisch aus der Stellung nimmt. Okay. Einfaches taktisches Motiv kommt dem Schwarzen dazu Hilfe. Weiß hat noch keine Zeit gefunden, seine Grundlinie zu sichern. Ah, Turm H8. Und jetzt geht Turm Hübsch. H8. Netter Verteidigungszug. Okay. Natürlich muss der Weiße nicht nehmen. Nehmen wir natürlich die Unterlinienmatt. Okay, das ist klar, dass Weiß das nicht machen wird. Aber der Punkt ist eben, Weiß muss jetzt ein Tempo aufwenden und die H-Linie verlassen. Und Schwarz hätte dann eine ganz wichtige Sache gelöst, nämlich den Punkt H5 unter Kontrolle genommen und damit Dame H5 aus der Stellung genommen. Und könnte dann fortsetzen mit G6, vielleicht die weißen Felder noch besser decken. Und die Stellung bleibt dann so in der Schwebe. Also möglicherweise steht Schwarz besser. Ist im Blitzen noch immer schwierig Aber wahrscheinlich, oder? beim Blitzen ist sogar die Frage, ob man das vielleicht lieber weiß hätte, weil man eben einen völlig sicheren König hat Ja. und die einfacheren Züge. Weil spielt A3 wahrscheinlich und Genau, schaut dann weiter. richtig. Also A3 ist sicher ein sehr praktikabler Zug und dann, okay, bis Schwarz einmal seinen Bauern mehr da drüben verwerten kann,
kann ja jede Menge passieren. Vor allem den Bauern kann man auch nicht so leicht nach vorne schieben, weil der König dahinter steht. Also es wäre eine schöne, spannende Stellung gewesen. Schwarz hat es leider verpasst und einen Zug gespielt, der sicher als Verteidigungszug gedacht war, ja, Turm G8. Möglicherweise mit der Idee, Dame H5 Schach, G6, Dame H7, Turm G7 vorzustellen. Und hat aber dabei völlig unterschätzt, dass die Dame dann auf der anderen Diagonale tödlich kommt. Und hier ist bereits schon zu spät für den Schwarzen was zu tun. Es droht Dame E6 mit tödlichen Drohungen. Und ja, Schwarz hat dann nichts Besseres gefunden als Dame mal E6. Aber noch Dame D7 Schach, da ist eigentlich keine Verteidigung mehr möglich. Okay, Schwarz ist dann matt gegangen nach König F8, Dame E7. Allerdings gab es eben keine sinnvolle Alternative. König G6 kann man vielleicht auch ausschließen, einfach wegen Springer E7 Schach, oder auch kann man weiter auf matt spielen mit Turm G1. So, solche Stellungen kennt man natürlich aus fünf Lehrbüchern. Weiß hat wieder sein Londoner System probiert und mindestens einige Angriffsmöglichkeiten gegen den schwarzen König wieder. Gut, die Stellung riecht hier nach einem typischen Motiv. Ja, Läufer mal H7. Läufer mal H7 sticht auf alle Fälle sofort ins Auge. Und Weiß hat auch so gespielt. Weiß steht hier ganz gut, ohne dass allerdings ein direkter Weg zum schwarzen König existiert. Zum Beispiel auf Dame H5 wäre wahrscheinlich F5 noch ein guter Verteidigungszug, um sich etwas Raum zu verschaffen. Und falls der Weiße nimmt, könnte man mit dem Springer auf F6 schlagen und H7 decken. In der Folge könnte man dann vielleicht auch die Dame mit Dame E8 vertreiben. Okay, Weiß steht hier wahrscheinlich auch gut oder wahrscheinlich besser, ja. Aber okay, von einem forcierten Matt ist hier noch weit entfernt. Und Weiß riskiert eben den Zug Läufer H7. Okay, dann gibt es in allen Variationen. Dame H5. Ja, und Springer F3, das ist mehr oder weniger dann die typische Fortsetzung. Der Weiße droht hier Springer G5. Das Besondere in der Situation ist, obwohl der Läufer E7 den Springer schlagen könnte, würde das nicht helfen, wenn wir dann in der Partie sehen, wieso? Weil sich ja dann die H-Linie öffnet für den Turm auf H1. Na gut, wie soll Schwarz sich verteidigen? Springer G5 ist eine ganz, ganz starke Drohung. Wieder ist Schwarz gefordert, in kurzer Bedenkzeit die einzigen Verteidigungszüge zu finden, wobei es jetzt zwei Möglichkeiten gäbe. Springer G5 droht ja vor allem auf H7 matt zu geben. Jetzt gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das Feld H7 irgendwie zu decken. Ein recht typisches Motiv, glaube ich, wäre den Läufer B7 einzusetzen und D4 zu spielen. Aha, dann habe ich auf Springer G5 aber nicht Läufer E4. Läufer A6 vielleicht. Läufer A6, Springer G5, Läufer D3. Genau. Also Läufer A6 ist eine der Es ist eine möglichen. ähnliche Partie gegeben, Nepomniachtchi gegen Carlsen und ja, Und Schwarz umgekehrt Carlsen, Nepomniachtchi und Schwarz hat so verteidigt, hat ja. sich verteidigt, ja. Ja, meistens ist das Opfer dann eigentlich nicht korrekt, wenn es gelingt, mit dem Läufer das Feld H7 zu kontrollieren. Aber natürlich muss Weiß das nicht zulassen. Weiß könnte groß ruschieren jetzt vielleicht und geht weiter, oder? Das ist auch eine interessante Frage, soll man groß rochieren oder Turm D1 spielen? Was ist besser? Es gibt ist auch so eine kleine Mini-Aufgabe. Interessanterweise ist ja Turm D1 besser. Aha. Große Rochade schaut auf den ersten Blick logisch aus, einfach um den Turm dann schon rüberschwenken zu können bei Bedarf. Das würde aber dann Läufer E2 wieder zulassen. Ah, ja, Und hübsch. dann beseitigt man den Springer und Aha. okay, dann kann Schwarz ein bisschen aufwarten fürs Erste.
Nach Dun D1, okay, Läufer D3 ist unterbunden, Springer G5, droht wieder. Jetzt muss sich Schwarz wieder was überlegen lassen, überlegen. Und er könnte hier mit F6 sich retten. Und Springer G5 ist trotzdem interessant, Springer ne? G5 ist trotzdem der thematische Zug, ganz genau. Und nach H mal G, droht G6 tödlich. Und Läufer mal G5 wahrscheinlich, oder? Läufer schlägt G5 ist eine Möglichkeit. In der vorigen Variante wäre auch Turm F5 dann gegangen. Also wenn man direkt F6 spielt, also man kämpft gegen G6. Und hier könnte es dann sich für den Schwarzen zumindest zum Remis ausgehen. Das wäre vielleicht eine plausible Fortsetzung, wenn beide das Beste finden. Ich glaube, beide Seiten können nicht richtig auf Gewinn spielen, weil auf G6 kann dann vielleicht der König hier flüchten und dann auch Springer F8. Ist dann das Gröbste vorbei. Zu viele Verteidiger, oder? Zu viele Verteidiger dann, ja. Und okay, das wäre ein faires Ergebnis gewesen. Aber natürlich vom Weißen eigentlich schlau, dass er jetzt reinhaut. Schwarz hat, das Opfer ist nicht inkorrekt. Und Schwarz muss lauter einzige Züge finden, um sich über Wasser zu halten. Und selbst dann hat der Weiße jederzeit Dauerschach. Ja, in der Partie ist dann das sehr schnell gewonnen worden von Weiß, weil dem, okay, Schwarz muss sich zu F6 aufraffen oder zu Läufer A6 zuerst. Und Schwarz spielte Springer C5 und dann kann man eben nichts mehr machen gegen diese Mattdrohungen. Springer D3 Schach noch, aber das ist eben nur ein Schach. Und nach Läufer G5, H mal G. Schwarz noch versucht, für den König ein Luftloch zu schaffen, aber natürlich lässt den Weiß nicht raus und sperrt ihn dann mit G6 entscheidend ein. Jetzt drohen zwei Matts, nämlich Dame H7 und Dame H8. Und das ist dann zu viel des Guten für den Schwarzen. Und nach. Okay, Schwarz hat sich dann noch matt setzen lassen. Ja, hübscher Angriff und hübsche Verteidigungsideen. Ja, also dieses Opfer gibt es in ganz vielen Variationen, wie Ja. gesagt. Ja, und eine wichtige davon ist eben, den Turm auf der H-Linie zu lassen, ja, und dann eben diese Motive mit Springer G5 noch einmal zu verstärken. Man kann den Springer dann häufig auch hinstellen, wenn er geschlagen werden kann. Und der Angriff geht weiter. Okay, ich möchte noch einen Partieausschnitt zeigen. Aus einer Partie David Schenkelia, also Großmeister und österreichischer Bundestrainer, gegen internationalen Meister Lukas Handler. Wir haben eine sehr spannende Stellung vor uns. Beide Seiten haben ihre Trümpfe. Schwarz hat einen weit vorgerückten Bauern D2, der sowohl stark als auch schwach sein kann. Also Weiß hofft, den zu einzukreisen und vielleicht einmal zu erobern. Und es dreht sich jetzt darum, ja, Kampf, Schwarz versucht zu beweisen, dass der Bauer stark ist und Weiß, wie gesagt, hofft, den zu gewinnen. Interessanterweise bewertet der Computer die Stellung als ungefähr gleich, zum Beispiel mit Zügen wie Dame E6 oder vielleicht F5, doch ein Tick logischer, den Läufer zu vertreiben. Dann kann man vielleicht die Dame auf D4 reinstellen und okay, man wird fürs Erste nicht Gefahr laufen, den Bauern zu verlieren. Kann dann vielleicht mit der Dame auf D4 auch versuchen, da am Damenflügel reinzukommen. Interessant ist vielleicht noch, dass Läufer D5 nicht gut funktioniert wegen den Abzug dann nach Springer mal D5, Springer mal E4. Also mit der Idee Springer mal D5, Turm mal D2, aber es scheitert an Springer mal E4. Genau, das wäre jetzt, wenn das gehen würde, wäre es natürlich super. Und dann hätte man durch die Fesselung den Bauern beseitigt, aber eben Abzugsangriff. Und man gewinnt am Ende den Turm auf D2.
Ja, also das wären Fortsetzungen gewesen oder Bestellung in der Schwebe bleibt. Schwarz spielt auch einen auf den ersten Blick logischen Zug. Ah, der Zug hat aber ein Problem. Der gibt jetzt ein wichtiges Feld hier, das der Weiße sofort ausnutzen hätte können. Von E7 aus hat der Springer vor allem D5 auch kontrolliert. Und jetzt eben könnte der weiße Läufer D5 spielen. Gut, warum hat er das nicht gemacht? Läufer D5 hätte eigentlich genau das geschafft, wo wir am Anfang gesagt haben, dass eins der Ziele ist vom Weißen, nämlich den D2 zu beseitigen. Und das schafft er jetzt, ja. Es wird im nächsten Zug Turm D2 kommen. Springer D4 macht nicht so viel Sinn, weil nach Damenwegzug wird der D2 dann trotzdem fallen. Und Weiß hätte dann wirklich großen Vorteil. In der Partie ist dann Läufer mal C6 passiert. Und man kann ganz gut nachvollziehen, was sich Weiß gedacht hat. Weiß hat sich gedacht, im Endspielen ist der D2 erst recht schwach. Und er hofft einfach, den D2 zu gewinnen, jetzt damit König F3, König E3. Häufig, Partie ist schon im 50. jenseits des 50. Zuges, also man kann annehmen, dass beide Seiten nicht mehr so viel Bedenkzeit hatten. Und für den Weißen jetzt das Bauerninspiel oder das mögliche Bauerninspiel nach Abtausch auf D2 auszurechnen, ob es gewinnt oder nicht, ist mit der wenigen Bedenkzeit kaum möglich. Ich nehme an, Weiß hat hier geschätzt, dass er schneller ist. Ich meine, das Bauerninspiel ist interessant, weil der schwarze König den A2 wahrscheinlich holt, oder? Genau. Und Und dann interessantes Wettrennen. konkret geht es sich eben für den Schwarzen haarscharf aus, dass er nicht einfach nur den D2 verliert, sondern kann ihm selber mit dem König aktiv werden und den A2 dann abholen. Okay, und dann ist die Frage, wie ist das dann zu bewerten? Und B4 schaut logisch aus, oder? Genau. Und okay, es ist jetzt schwer zu sagen, wie weit dann Weiß vorab gerechnet hat. Wie gesagt, ich würde schätzen, dass er einfach gefühlsmäßig sich auf das Bauerninspiel eingelassen hat, weil er gesehen hat, verlieren kann er sowieso nie. Und nach B4 ist dann, Schwarz muss nehmen wahrscheinlich, oder? müsste Ah, nehmen. okay. Und ist vielleicht dann der König ein Tempo weiter weg vom Königsflügel, wo dann das nächste Geschehen ablaufen wird. Und weiß gewinnt oder gerade Remis, oder? Oder gerade Remis, genau. Und noch einen korrekten Amel B4. Jetzt ist im Weiß schneller bei den schwarzen Bauern, aber letztlich fallen dann alle Bauern den Königen zum Opfer, sodass sie ein Remis gibt. Okay, aber auch das war jetzt da nicht so leicht vorauszurechnen. Vor allem für den Schwarzen unangenehm. Entweder verliert er oder es ist gerade Remis. Warum nicht A4? Immerhin, wenn der Bauer durchgeht, wäre sie mit Schach. C5 schaut unangenehm aus, oder? Aber C5 ist leider das Pech für den Schwarzen gewesen, dass eben der Weiße jetzt Und auf Nehmen B5 wahrscheinlich, oder? genau Und ich ziehe mit Schach ein, ja. einen gewinnbringenden Vorteil kriegt mit C5. So, jetzt ist natürlich eine große Kunst, wenn man merkt, man hat einen Fehler gemacht. Kaltblütig bleiben, sich auf die neue Situation einstellen Spielt der König B1, oder? und kämpfen, und er hätte müssen König B1 spielen. Ist auch noch interessant, ja. Und Dann danach kein direktes Schach, oder? wäre es zwar auch unangenehm gewesen, aber beim Blitzen dann durchaus noch Rettungschancen in diesem Damen-Endspiel. Okay, wer weiß ja. Bei besten Spielen wahrscheinlich schwierig, weil weiße Dame steht dann recht gut. Schwarze Dame ist im Moment ein bisschen deplatziert, sodass die erst wieder ins Spiel finden muss. Aber egal, wohl oder übel hätte das machen können und machen müssen. Und ja, nach B mal C5 passiert ihm genau, was du vorhergesagt hast. Jetzt zieht Weiß B5 und danach ist plötzlich chancenlos verloren, weil dann der B-Bauer mit Schach durchgeht. Und Weiß kommt nicht mehr zur Dame 1 Schach und
Hat dann eben aufgegeben hier. Tatsächlich würde auch B mal C5 gewinnen. Bisschen komplizierter. Gibt es denn Mattmotive oder? Ja, der Weiße müsste jetzt noch eine Pointe sehen. König C2. König C2, jetzt kann er den Ist auch König hübsch, einspielen. ja. Das wäre auch gemein gewesen, Ja. ja. Und der schwarze Bauer läuft nirgends mehr hin. Und Schwarz hat noch viele Züge am anderen Flügel dann. Genau, also es gelingt nicht, sich Patt zu setzen. Also König 1, A2 und dann gibt es einfach zu viele Bauern, die noch ziehen können. Und würde dann natürlich auch matt werden. Gut, das war's von meiner Seite. Ja, herzlichen Dank. Viele spannende, interessante Partien. Tauschen wir kurz Platz. Gerne. Und das war natürlich ja eine sehr hochklassige Partie, die du ausgesucht hast. Lukas Handler hat ja, denke ich, den Brettpreis, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, Genau. gewonnen und Also war bester Spieler auf Brett 1. Großteils sehr gut gespielt, auf alle Fälle, ja. Und ja, lasst uns noch eine kurze Vorschau machen. Es gibt einige interessante Turniere noch im Sommer in Österreich, die ich ja schon eingeblendet habe. Momentan läuft das Turnier in St. Veit mit 250 Teilnehmern, also voll besetzt. Vom 11. bis 13. September haben wir einen sehr interessanten Kongress in Salzburg am Walserberg. Mädchen- und Frauenschachkongress gemeinsam mit der Deutschen Schachjugend, dem Deutschen Schachbund und dem Schweizer Schachbund. Ihr seid natürlich herzlich willkommen. Anmeldungen und mehr Informationen gibt es bei mir. Damit von meiner Seite herzliche Grüße und bis zum nächsten Mal. Sigi, herzlichen Dank, dass du da warst und uns diese spannenden Partien moderiert und kommentiert hast. Gerne, bis zum nächsten Mal. Ja, und wir sehen und hören einander wieder. Liebe Grüße aus Wien und ciao.